Und damit willkommen zurück zu Void Train. Ja, ich habe das Spiel einmal kurz beendet und habe die Episode fertig gemacht, Episode 1, und habe das Spiel wieder gestartet. Leider sind währenddessen die Sachen verloren gegangen, die auf dem Boden gewesen sind. Mitunter auch die Munition da hinten. Also das sollte ich mir merken, bevor ich das wieder mache. Aber ich habe ein bisschen was gebastelt. Ich habe ein paar mehr Kisten hier gebaut. Diese Container. Hier im ersten habe ich hier diese Waffenteile drin und Chemieabfall. Dann habe ich hier diese Chemikalie, Fett, Eis und Biostoff. Und da habe ich jetzt erstmal Leder reingemacht. Und hier 6 Kupferbahnen, ein Eisenbahn. Wir haben nur noch ein einziges Eisenstück, wir sind Metallschrott und die anderen sind leer. Ja, was wir machen sollten in dieser Episode ist, diese Küche zu bauen. Wir brauchen mal Schrauben, Holz, Draht und ein Zahnrad. Das heißt, Ressourcen sammeln, denn wir müssen mal unser Leben mal wieder hochpushen, beziehungsweise die Regenerationsrate wieder auf ein Maximum bringen. Und nur das Eis futtern bringt irgendwie kaum was. Also, würde ich sagen, geht's los. Na? Oh, schau, geht gar nicht. Mal schauen, was uns im nächsten Void so erwarten wird. Kannst du bitte das Licht wieder anmachen? Dankeschön. Okay, wieder andere Lichtstimmung hier. Nice. Forsche und baue Küche. Ja, das hatte ich tatsächlich auch vor. I want to warn you about something. Aside from the nasty but harmless creatures, there are other, let's just say, hungry monsters. Oh. Oh, scheiße, ja. Jetzt haben wir die ersten. Jetzt haben wir das erste böse Monster, der uns nerven wird. Yes, I know. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Müssen wir da aufpassen, dass wenn es wieder auftaucht, dass es uns nicht erwischt. Das ist jetzt natürlich schlechtes Timing. Oh, da hinten, Holz. Ja, damit. Okay. Oh, Holz, 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 Holz. Ja. Blendet überhaupt nicht da in die Richtung. Ah, sieht schon cool aus. Komm, ich will da nach oben. Oh. Komm ich da noch irgendwie hin? Oh nein, das machst du nicht. Oh, danke fürs Leder. Das Ding ist, so wird auch das Anhalten halt gefährlich. Wobei, von dem, was uns noch so erwarten wird, ist das eine Monster, was wir da gesehen haben, eh noch sehr harmlos. Okay, Holz, komm her. Und wieder weg. Nice. Und schnell weg. Autsch. Oh. Alter, ich hab dich gesehen. Wie er da einfach von hinten herkommt. Und das ohne irgendwelche Geräusche zu machen. Oh ja, gib. Kann ich dich einfach anschießen? Warum kann ich nicht mehr... Ne, ich kann dich nicht anschießen. Warum auch immer. Ich glaube, ich möchte hier mal ganz kurz anhalten. Und
werden die Sachen hier reinholen. Da ist sogar noch ein Metallstück. Oh, ich hab's gehört. Wo? Wo? Ah, da. Oh, shit. Der verträgt halt richtig viel. Und wir haben eine beschissene Waffe. Okay, was brauchen wir? Draht und Schrauben. Was brauchen wir nochmal für das weiße Ding? Das weiße Ding, Eisenbahn, Kupfer. Gut, Eisenbahn machen. Keine Ahnung, 7 Stück mal. Los geht's. Weiterfahren. Oh, da ist er wieder. Alter, dieser kleine hinterlistige Lurch da. Oh ja, Eisen, komm her. Wow, 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 wow. Alter! Schieß! Naja, ob wir den tot kriegen, bis wir da beim nächsten Depot wieder sind. Okay, warte mal, ganz kurz anhalten. Das hätte ich gerne. Bin mir gar nicht sicher, ob wir mit dem Biostoff auch Essen machen können. So, was ist los? Holz, machen wir mal 4-mal. Also, wir brauchen einmal das da. Herstellen, danke. Dann brauchen wir die hier einmal. Und wir brauchen dann Kupferbahn. Vielleicht machen wir da gerade 2. Naja, machen wir 3 draus. Okay, sonst noch irgendwas zum Einsammeln hier? Nee, ne? Mais. Dann Draht herstellen. Wow, wow. Shit. Mein Zug wurde beschädigt. Ja, geil. Zu wenig Platz. Echt jetzt? Kann ich das schnell erforschen? Oh ja. So, Abfahrt. Nice. Küche. Wo ist die Küche? Küche 1. Dann brauchen wir das ganze Zeugs nochmal. Küche kommt gerade hier nebenan hin. So. Einmal das. Oh. Shit, da tut sich regenerieren. Good to know. Eisen, her damit. Wow, 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 wow. Immer mit der... Ja, und gerade der nächste. Ah, ja, genau. Komm, lass mich rauf. Wo ist er? Da ist er. Okay, her damit.
So, Zahnrad. Wir brauchen das hier einmal. Und sonst noch irgendwas? Nope. Andere Seite. Auch langweilig. Irgendwo zu... Ah, da ist er. Oh, hau bloß ab, ey. So, was brauchst du noch? Einmal so ein Drahtding. Holz, komm her, komm her. Komm, 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 komm. Nice. Wo ist er? Oh, können wir mal ganz kurz stehen bleiben? Und du machst einen Abflug hier. Da ist er. Okay, schnell holen, bevor er wieder kommt. So, nice. Dann haben wir hier alles. Bezüglich reparieren. Filtern alle. Zerlegen. Hä? Konnte ich denn jetzt verlagern, zerlegen? Ach ne. Oh, wow. Was zum... Ich hätte gerne meine Waffe wieder. Hallo? Aber zuerst du. Nice. Was zum Fick ist das? Das kenne ich noch gar nicht. Okay. Gegrillter Biostoff. Gegrillter Biostoff. Machen wir mal. 6 Stück. Einmal Holz rein hier. Lecker Biostoff. Klingt lecker. Wie von Mutti gemacht. Hoffentlich hat das ähnlichen Effekt wie das Eis. Aber sollte eigentlich. Also, wie es aussieht, wird ja eh nicht unterschieden zwischen Trinken und allgemein Essen. Das ist alles das Gleiche. So, Kollege, wo bist du? Sehen nicht. Okay, wir haben 5 Stück. Wo ist unser Freund? Der ist schon längst überfällig. Da ist er. Bleib bloß weg. Ja, cool. Futter. Inventar. Einmal verwenden. Oh, geil. Das bringt aber nicht sehr viel. Okay, da brauchen wir wesentlich mehr. Alter, geh weg. Technologieverband, das klingt auch nicht schlecht. So, einsammeln. Wenn wir sportlich genug sind, könnte man eigentlich auch ein paar von den Tieren mal abschießen. Aber bei, nee, ich glaube, die bringen nur Fett neben dem Leder.
So, komm, gib. Dankeschön. Nein! Krieg ich die doch? Komm, 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 komm. Und da ist. Oh, Chemikalien, komm, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Gib, 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 gib. Yes. Und einmal da oben. Ich glaube, wir bleiben mal ganz kurz stehen. Was? Wo? Ach so, der ist als Pflanze da. Da ist er wieder. So, daheim. Was brauchen wir für einen Verband? Brauchen so ein komisches Chemiezeugs. Das war hier. Und dafür brauchen wir Chemikalien. Machen wir gerade. Das war es gerade viermal. Aber du brauchst auch Brennstoff. Na? Kommt er doch mal? Ja, da ist er. Geil, dankeschön. Es wäre natürlich effizienter, wenn ich ihn auf den Kopf treffen würde. Gut, Abmarsch. Oh, ich freue mich schon so, wenn es dann eine echte Dampflok hier wird. Wobei, echt ist relativ in dem Spiel. Sowas ähnliches wie eine Dampflok. Ist er das da hinten? Nee. Nee. Ach, da hinten ist er. Richtig getroffen? So, dale. Einmal Verband, bitte. Nice. Wenn er auf der Werkbank. Wo? Oh, Alter. Wo bist du? Warst doch gerade da? Ah, er hat nicht mehr so viel Leben. Werkbank. Verbände. Verbrauchsgüter. Shit, ich brauche mehr Leder. Also sollten wir hier mal ein paar Tiere töten. Bleiben wir mal ganz kurz stehen, bitte. Fuck, die sind einfach zu schnell. Beziehungsweise, wenn wir den Kollegen halt töten könnten. Und er stirbt bei uns in der Nähe. Könnte man von ihnen natürlich auch Leder kriegen. Oh ja, gib her. Ach, zu wenig Platz. Na, steht jetzt immer voll. Sachen ablegen. Die Waren wollte ich ja hier reinmachen. Chemikalien. Wo waren die? Hier. Hier war auch Wasser. Mach mal eine Kiste für Holz. Machen wir mal die hier. Kollege? Leder, komm her. Wir brauchen Verbände. Ach cool, wir können jetzt einen Garten. Ja. So, komm her mal. Verbrauchsgüter. Das da. Zwei Stück. Okay, einmal benutzen. Verwenden. Nice. Instant Heal. Alte Kuh. Ah, okay, mit Kuh haben wir dann auf dem
Beete und Samen. Du kannst Samen, die du auf deinen Abenteuer findest, in Beeten einpflanzen. Das sind besonders Belohnungen aus Truhen enthalten. Okay. Wahrscheinlich baue ich Garten. Das ist die größte Prio. Wie sieht es denn hier aus mit Wasser? Können wir da irgendwas machen? Oh, Wasserflasche. Yes. So, Abfahrt. Komm her. Wo bist du? Ah, dass der immer so schnell verschwindet. Brennholz. Einmal, zweimal, mehr habe ich nicht. So, ich würde jetzt Holz nicht so schlecht finden. Oh ja, und da spreche ich von Holz und finde es auch gerade. So, Kollege. Ist noch nicht da. Chemikalien, kommt's her. Kollege. Sehen nicht. So, geil. Holz. Ah, und da ist schon das Portal. Oder wir machen immer... Ja, geht halt. Kommt er noch mal? Nö. Wie hat jetzt Wasser da einen Effekt? Ach, plus 10 Nahrung. Nice. Aufgefüllt. Holz, 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 Holz. Yes, I know. Ich glaube, in manchen Situationen kann es nur praktisch sein, dass man da wegkatapultiert wird. Mal hier sonst was Interessantes. Inventar. Ich meine, das Leder mal wieder einpacken. Wir haben 2x10 Eisen, also Eisenschrott. Habe ich nicht irgendwo das Holz auch hingepackt? Ach ja, da. Weil dann legen wir jetzt mal ein bisschen ab. Hat mir voll die Minecraft-Vibes. So. Achso, da brauche ich aber da was Neues. Dann legen wir das temporär mal hier ab. Und bereiten uns auf das davor. Ja, wobei. Solange es da ist, einsammeln. Yes, hab's noch bekommen. Chemikalien. Ja, damit. Frag mich, ob man das Interface irgendwie ausblenden kann, so für Screenshots. Aber ich bin schon echt gespannt auf die Lore hier. Ah, ist schon ein bisschen schräg, um das mal so sagen zu können. Und das richtig Schlimme kommt ja alles noch. Weil wir können ja dann hier Wagen bauen, wirklich so mit Überdachung und so, damit es auch wirklich ausschaut wie ein Wagon. So wie wir das in der ersten Episode gesehen haben. Licht an! Ah, friedlich oder Stress? Schaut genau gleich aus wie vorher. Haben wir wieder Kollegen hier?
Ja. Nice. Ah, wir haben aber keinen Counter, der uns sagt, wie fies sind. Nice. Nice. Hab ich ihn jetzt echt erwischt? Jetzt kann ich irgendwie nicht fast. So, Sachen einsammeln. Na, ich habe ihn nicht erwischt. Mehr. Alter! Der hat Rüstung oder was? Nice. Okay. Wenn die Musik nach Gegner geht, dann haben wir es wohl geschafft. Oh, ist doch nicht komplett gleich. Das war beim anderen nicht so. Oh, und da unten ist auch noch ein Bereich. Hier unten geht es auch weiter. Was haben wir hier oben? Ganz viel nichts. Oh, wieder so ein Altar. Kann man diesmal was machen? Hm, ich hoffe, da kommt noch irgendwas, wo wir diesen Altar nutzen können. Ja, ich glaube, das war's soweit auf dieser Seite. Oh nein. Eine Box. Ja, dann schauen wir doch mal, was die andere Seite so zu bieten hat. Eventuell hier. Kann ich. Nö. Oh, Holz. Her damit. Einmal. Coole Sache. Oh, große Kiste. Ja, Munition. Ah, shit. Ihr Metall ist voll. Es war ja klar. Haben wir nicht Leder? Ja, okay, das hat man ja da drin. Holz, einmal stecken. Waffenteile. Können wir das stecken? Ist ja nicht das gleiche, oder? Oder doch? Nein, das kann ich nicht stecken. Das ist aber nicht ganz das gleiche. Was mache ich mit dem ganzen Zeug? Chemieabfall, glaube ich, hatten wir irgendwo schon mal. Ah ja, da. So, Chemikalien. Mindestens einmal. Okay, ich habe jetzt schon Unordnung im Inventar. Ich brauche mehr Kisten. Das heißt ja Inventar. Das stimmt doch gar nicht. Oder wird Anzug. Oder wird Munition irgendwie anders gewertet? Okay, das ist irgendwie schräg. Komm, gesteh. Oh, das ist ein Bug. Eins von den Sachen. So, da. Einmal Gewinnspiel.
glaube, wenn man hier... Oh, geil. Noch ein Chip. Wenn man hier Pech hat, dann kann ja auch eine Granate rauskommen. Oh, geil. Viermal Eisenbahn. Okay, Eisenschrott dreimal. Warum auch nicht? Ja, wieder Zeugs, was ich... Oh, geil. Spezialmunition. Wird auch nicht nutzen. Und davon brauche ich eigentlich nichts. Okay. Kann ich bei dir irgendwas Spezielles machen? Nee, ne? Plattform halte I zum Demontieren. Brauch. Cool. Ja. Es fehlt an Zeugs. Und auch das ist hier anders. Eine Kiste. Ah, wieder so ein Radio, aber diesmal kann man damit nichts machen. Oh, irgendwelche Goodies für mich. Oh, Telefon. Das kann ich nicht lesen. Aber sieht so aus, als wenn ihr irgendwie in den 40ern feststeckt. Und wenn dann irgendwie her da kommen. Ja, die Typen erinnern mich auch so ein bisschen an Nazis. So ein bisschen. Also von dem ganzen Setup hier. Aber ja, das ist ziemlich weit hergeholt. Okay, keine Goodies mehr. Das heißt jetzt dann wieder Sachen produzieren, hier Regal ausbauen und Co. Warte mal, hier in der Ecke war ich noch nicht. Warteraum. Oder besser gesagt, Sitzmöglichkeiten dafür. Was braucht man denn für den Garten? Lass mal schauen. Okay, das ist machbar. Wir könnten... Wo habe ich die Bahn drin? Hier, vier. Mal schauen. Zweimal die Schrauben und Holz. Also Schrauben. Zweimal. Dann brauchen wir Holz. Nehmen wir gerade mal den Stack hier. Und das Bio-Ding da. Das hier. Einmal erforschen. Und als nächstes wäre die Waffe. Oh, Waffenkammer. Und Munitionskiste. I see. Da kommt das Zeugs dann rein. Bodenerstattung, Umgebungsobjekt. Brauchen die Feder und Draht. Habe ich Kupfer bei mir? Nee. Aber jetzt. Achso, Garten soll man noch bauen. Garten. Dich baue ich mal hierhin beim Essen. Ein so ein Schraubending. Ich mache jetzt gerade mal das hier zweimal. Ich sehe schon kommen, dass wir eine zweite Werkbank machen, damit wir zwei Sachen zeitgleich machen können. Nein, nicht Verbrauchsgüter. Einmal oder zweimal? Ich mache das gerade einmal. Dankeschön. Okay, Biostoff. Void Pflanzensamen. Ja, okay. Können wir nicht nutzen. So, du Kollege. Waffenkammer. Feder. Das basteln wir. Komponenten. Feder. Zweimal.
Nice-o. Bitte einmal erforschen. Geil. Waffenkammer B. Ach, okay, wir können eine Lampe bauen. Alles klar. Was davon ist die Waffenkammer? Container. Lager, Produktion. Ach da, Waffenkammer. Wir brauchen noch eine Feder und nochmal Draht. Oh, scheiße, das Ding ist groß. Platzieren wir dich da. Feder und Draht. Habe ich noch Kupfer? Yes. Was ich noch interessant fand, bei Nexus-Mods haben die allermeisten Mods kein Update mehr gekriegt, schon seit längerem nicht mehr. Da frage ich mich, wieso? Da gäbe es nämlich ein paar interessante Mods, aber die gehen alle nicht mehr. Kein Holz? Nix Holz. Wo Holz? Da Holz. So, da ändern, erstellen. Fast Magazin, Rahmen, Griffort, Visier. Okay, ich glaube, ich brauche jetzt Waffenteile. Und Metall. Eisenschrott. Nehmen wir uns mal das hier alles so dazu. Machen wir nochmal zum Gucken. Erstellen. Fass, Magazin, Griff, Rohrt, Visier. Okay. Magazinrahmen. Das muss vermutlich hier komplett voll sein. Ja, okay. Einfacher Rahmen. Wo sind die anderen Teile? Ich hatte die doch. Da war doch eine ganze Kiste voll damit, oder nicht? Das sind. Also, das ist Maschinenschrott. Naja, okay, das ist nur. Schau, das war nur das eine. Ich kann eigentlich hier Sachen wieder verschmelzen. Eisenbahn mit. Wie kann ich die anderen Schrottsachen recyceln? Also zum Beispiel hier da Maschinenschrott. Irgendwo gab es doch diese alte Komponente. Alternative Komponente. Ah! Alles klar. Jetzt weiß ich auch, für was der Schrott da gut ist. Können wir eigentlich dann hier rein tun? Eisenschrott, Maschinenschrott. Interesting. Okay, wir haben eine Waffenkammer, aber können nur. Ersetze ein beliebiges ersetze ein beliebiges Waffenmodul. Ändern. Das wäre Remove Item. Moment mal, kann ich da das Teil, was wir da haben, mit unserem Ding austauschen? Einfacher Raum Schädling. Ändern. Benötigt 7 Eisenschrott. Wir holen uns das. Also ich habe ja 7. Hä? Ich verstehe das Konzept nicht. Waffenmontage. Warte mal. Remove Item. Escape schließen. Ändern. Die Pistole. Ah, Rahmen. Und jetzt sehe ich auch, wie sich das ändert. Mehr Schaden, mehr Feuerrate, Genauigkeit, Stabilität. Geht aber runter. Ja, was soll's. Das war's? Okay. Unsere Waffe hat jetzt mehr Wumms. Das ist jetzt der einfache Rahmen, alter Knacker. Weniges Fass, Schrapnellgewehr.
Also anderer Waffentyp hier. Okay, mehr Kisten. Und wir brauchen Waffenpower. Irgendwie so. Und erforschen. Die Munitionskiste da, die braucht noch diese komischen Chemikalien-Dinger da. Moment, das war hier beim Labor. Habe ich gerade die Sachen dafür da? Nein. Dann hole ich mir das. Haben ja genug. Das ist nur eins von denen. Wo ist der Rest? Da. Machen wir das so. Okay. Die Dinge bitte mal. 30 Sekunden. Läuft. So, forschen bitte. Alle Waffen mit Ausnahme des Revolvers benötigen Munition, die unterscheidet sich je nach Modul des Laufs. Du erhältst Munition von Gegnern im Depot und so weiter. Du kannst begrenzte Menge jeder Munition ertragen, wobei die Limits durch Technologie erweitert werden können. Ja, das haben wir mitgekriegt. Munitionskisten können wir bei der Werkbank machen. Erst damit kann deine Waffe feuern. Ah, I see. Und so nehme ich dann Munition mit. Ja, dann bastel mir das einmal. Auch wenn es ein bisschen unnötig ist. Ja, muss ich das jetzt irgendwie auffüllen oder? Bei Verbrauch plus 50 Gewehr zum plus Schrot. Ah, okay, das verwende ich dann, wenn ich dann Munition brauchen sollte. War nicht mal so doof. Machen wir hier so ein Waffending. Okay, wir Munition da unten hin machen. Hoffentlich ist es deckbar. Und ansonsten die Waffenteile. Aber ja, wir brauchen nochmal so ein Rack. Und dann ist die Frage, wo wir das überhaupt hinstellen. Vielleicht dann mittig, dann haben wir hier so einen Gang. Was ist als nächstes zu tun? Erforschen ist ein Lederanzug. Brauchen wir Schrauben dafür. Okay. Und Panzerplatten. Alter, wie geht's denn da? Okay, ja! Da kommt dann der Enterhaken. Nice. Und die Leiter. Dann wird alles viel einfacher. Ja, Enterhaken, den würde ich haben. Ja, ich würde sagen, zeitlich belassen wir es jetzt erstmal so bei der Episode. Da habe ich was übersehen. So. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ob ihr da ein vollwertiges Let's Play haben wollt. Ich denke mal, zwei Episoden kommen noch. Und dann schauen, was ihr sagt. Wie gesagt, das ist alles nur der Anfang. Das wird noch richtig umfangreich hier und total verrückt. Das ist echt ein geiles Spiel, muss ich sagen. Hat was. Raft nur mit Zügen oder Einzug in dem Sinn bei uns jetzt. Also, liebe Leute, macht es gut. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.